Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Gedenken an Opfer von Solingen. Heute vor 30 Jahren starben 5 türkische Mädchen und Frauen, als Rechtsradikale ihr Wohnhaus anzündeten. Bundespräsident Steinmeier sagte auf der Gedenkveranstaltung, es sei zu lange weggeschaut worden. Er warnte, in Deutschland gebe es weiterhin Rechtsextremismus und Rassismus. Vorgezogene Neuwahlen in Spanien. Ministerpräsident Sanchez kündigte an, das Parlament aufzulösen. Er begründete das mit der deutlichen Niederlage seiner sozialistischen Partei gestern bei den Regional- und Kommunalwahlen. Diese galten als Stimmungstest vor den Parlamentswahlen, die eigentlich für Dezember angesetzt waren und jetzt am 23. Juli stattfinden. Erdogan gewinnt Stichwahl um Präsidentenamt in der Türkei. Er kam auf rund 52% und bleibt für weitere 5 Jahre im Amt. Sein Herausforderer Kılıçdaroğlu erreichte etwa 48%. Er kritisierte den Wahlkampf als unfair. Bootsunglück auf dem Lago Maggiore in Italien. 4 Menschen kamen dabei ums Leben, 20 Insassen konnten gerettet werden. Rettungskräfte suchten auch die Nacht über nach Opfern. Ein Unwetter hatte die Touristengruppe gestern Abend überrascht. Das Boot wurde offenbar von einer Windhose erfasst. Neue Corona-Welle in China. Laut Staatsmedien gibt es aktuell pro Woche rund 40 Millionen Ansteckungen mit dem Virus. Für Ende Juni wird mit dem Höhepunkt der Neuinfektionen gerechnet. Anders als zu Beginn der Pandemie gelten diesmal keine Lockdowns oder sonstige Restriktionen für die Bevölkerung. Das Wetter. Morgen im Nordwesten dichtere Wolkenfelder, aber trocken. Quellwolken und einzelne Schauer gibt es im Südosten. Sonst scheint wieder viel Sonne bei Höchstwerten von 13 bis 26 Grad.